Zunächst wählen Sie die passende Spitze aus. Die feine Spitze mit 1 mm Durchmesser ist für Schoko, die größere mit 1,2 mm für Marzipan und andere Lebensmittel. Und so füllen Sie Ihr eigenes Lebensmittel in die Kartusche ein. Füllen Sie es mit einem Spritzbeutel ohne Lufteinschlüsse direkt in die Kartusche. Und so bereiten Sie den Druck im Menü vor. Bei der Arbeit mit Schoko beachten Sie bitte, dass die Raumtemperatur ca. bei 20 bis 23 Grad liegen sollte. Zum Einsetzen der Kartusche in dem Procosini öffnen Sie die Klappe. Dann setzen Sie die Kartusche ein. Jetzt noch vorheizen und schon ist der Procosini einsatzbereit und das erste Objekt kann gedruckt werden. Mit einem Refill können Sie je nach Größe mehrere Objekte produzieren.